Hallo meine schönen Mäuse, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, Tanjas Colorful World. So meine Lieben, heute geht es um eine ganz tolle Angelegenheit und zwar, ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, ein Trash-Paket mitzumachen und zwar die liebe Irene von Irenes Boxenwelt hat mich gefragt, hör mal, hier sind 7 liebe Mädels, die haben alle Bock. Ein Trash-Paket zu machen. Hast du nicht Bock mitzumachen? Habe ich gesagt, boah, ja klar, es war mein erstes, aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Und habe ich gesagt, ja, ich mache mit. Und auf jeden Fall ist dieses Mal wohl das Trash-Paket ein bisschen anders gestaltet. Normalerweise sind da meistens eigentlich immer Beauty-Produkte drin. Diesmal dies ein bisschen anders gemacht. Auf jeden Fall aus 3 verschiedenen Kategorien. Wir haben Beauty, wir haben Lebensmittel und Dekorationen. Und zwar, ich werde euch erstmal die Mädels nennen, die alle überhaupt mitmachen. Dafür habe ich mir ein kleines Zettelchen gemacht. Ich werde euch das mal eben sagen. Ich werde euch das auf jeden Fall auch einlaufen lassen. Und in der Infobox werde ich euch natürlich auch die süßen Mäuse alle verlinken, die alle mitmachen. Wie gesagt, gestartet hat die liebe Doreen von Miss Sunshine 10893. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Dann vor mir war die Nina dran von Ninas Beauty World. Dann meine Wenigkeit. Und nach mir ist die Lydia dran von Make-up Mieze. Die Make-up Mieze. Lydia, Make-up Mieze. Dann kommt die liebe Steffi, meine liebe Steffi Maus von The Sminky Eyes. Dann kommt die Mirka von Mirka ST. Dann kommt die liebe Irene von Irenes Boxenwelt. Und dann kommt die Sophie von Miss Muffin Make-up. Ich hoffe, dass ich euch alle einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Seid mir bitte nicht böse. So, ich sag einfach mal, wir fangen einfach mal an und schauen, was die Nina mir so eingepackt hat. Wie gesagt, die hat ja das Paket von der Doreen bekommen, weil Doreen hat das Paket erst gepackt. Ne? Dann zu Nina und dann zu mir. Und dann kommt es dann nächstes Mal Sonntag, wird dann die Lydia euch das nächste Video zeigen. Hoffe ich auf jeden Fall. Das Paket rechtzeitig bei ihr ankommt, natürlich. Ne? Ich mache jetzt einfach mal auf und dann reden wir gleich weiter. Wir schauen jetzt erstmal, was die liebe Nina mir eingepackt hat. So, wie gesagt, Nina konnte sich ein paar Teile rausnehmen. Das Video werde ich von euch auf jeden Fall verlinken, auch von der lieben Doreen. Werde ich euch hier oben reinschreiben. Da könnt ihr nochmal drauf gucken, was Nina drin hatte, was sie sich rausgenommen hat und was Doreen überhaupt eingepackt hat. So, ja. Aufgemacht habe ich das schon. Das ist ein Kartönchen. Wir haben noch ein Kartönchen. Noch haben wir ein Kartönchen. Meistens artet das hier aus. Die Pakete werden meistens immer größer. Eigentlich immer größer. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir ein kleines Päckchen. So. So, mal gucken hier. Okay. Zeitungspapier. Yeah. Umweltfreundlich. Super. So, okay. Auf jeden Fall ist hier eine tolle Karte bei. Hier steht drauf, ein Glück, dass es dich gibt. Und hier steht drauf, ich denke mal, dass ich auch vorlesen darf. Hi Mädels, ich freue mich dabei zu sein. Ihr seid alle tolle Frauen. Ich freue mich, dass wir uns so besser kennenlernen. Auf einige tolle Trash-Runden. Liebe Grüße, Nina. Okay, das war ein Gruß von der Nina. Dann lege ich das erstmal zur Seite. Hoffentlich vergesse ich das nicht. So, okay. Ah, okay, ich mache das jetzt erst so, weil da drunter das andere war. Egal, ich ziehe eins am anderen raus. Auf jeden Fall, hier ist eine Klatsch. Ja, warum nicht? Ne? Ist eine schöne Klatsch, wenn man abends weggeht. Doch, wenn man schön essen geht. Oder irgendwo auf eine Hochzeit, Cocktailparty oder so. Ne? Ja, okay. Ich werde es nicht nehmen, weil ich habe wirklich keine Gelegenheit. Ich werde das auf den Nein-Stapel tun, weil ich wirklich, wirklich, wirklich keine Gelegenheit habe, diese tolle Tasche zu tragen. Also muss ich leider Nein sagen. Ich komme wirklich nicht dazu. Und wie gesagt, Stefan führt mich nicht aus. Nee. Nee, also wandert das zur Seite. So.
Aber hier ist noch eine Karte drin. Die hat die liebe Nina schon vorgelesen. Die war jetzt unter der Tasche gewesen. Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Nina, Tanja, Lydia, Steffi, Mirka, Irene und Sophie. Ne? Öffne mich, steht drauf. Und das ist so eine tolle Karte, ne? Mit einem Leuchtturm. Ich muss mal gucken. Ja, ich denke mal, dass ich das vorlesen darf. Hallo an alle Mädels des Mix It Trash Paketes. Ich freue mich sehr, ein Teil dieser tollen Gruppe sein zu dürfen. Lasst uns das Paket quer durch Deutschland schicken. Bleibt alles schön gesund und ganz liebe Grüße aus dem schönen Börde, Doreen Don. Börde, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich denke mal schon, dass das Börde heißen soll. Ne? Okay, danke schön. So, machen wir mal weiter. Erstmal wieder einpacken. So, ich darf auf jeden Fall die Karten nicht vergessen, weil das Paket muss ja auch weiter wandern. Ne? Sonst habe ich die Karten hier liegen und die Karten sind ja nicht drin. Okay, so. Ich hatte eine Sache gesehen, wo ich sagte, boah, toll, dass die Nina das reingelegt hat, weil ich bin ein totaler Fan davon. Ich habe nämlich leider kein Backup mehr davon und ich habe es auch hier liegen. Das nehme ich unheimlich gerne, weil das ist wirklich gut, diese Sache. Da braucht man wirklich nur einen Teil von und das ganze Make-up ist komplett vom ganzen Gesicht runter. Das ist wirklich super, wirklich. Und zwar, das werde ich gerne behalten, weil darüber habe ich mich tierisch gefreut, wo die Nina das nämlich eingepackt hat. Ganz klasse, das werde ich auf jeden Fall behalten. Das kommt auf ja. So, okay. okay. Ja. Dann hat die liebe Nina, weil ich weiß, dass die Nina das reingelegt hat, ein Eiweißriegel, Sportnuss von DM, 50% Riegel mit Eiweiß, Biscuit, Stracciatella Geschmack. Ja, nein, obwohl, nein, das geht weiter, das geht weiter, das mache ich, nein, okay. Ich mache Diät. Ich muss eisern bleiben. Ah. Okay, wir haben sogar zwei davon drin. Ich denke mal, dass die Nina zwei reingelegt hat. Ich glaube nicht, dass die Doreen das reingelegt hat. Nein, die Doreen hat einen anderen Riegel reingelegt. Wir haben ja noch einen in Weiß. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das gerade gezeigt? Wir haben jetzt zwei davon, ne? Lege ich erstmal auf den Nein-Stapel. Obwohl... ich überleg mir das. Nein, ich tue das weg. So. Wo ich leider auch Nein sagen muss, ist dieses Potpourri. Da bin ich nicht so für, obwohl es zwar eine schöne Deko für eine kurze Zeit, finde ich. Riecht auch gut. Ich glaube von Ikea. Ist das von Ikea? Ja. Aber das ist auch nicht so mein Ding. Lege ich zur Seite, Potpourri, ja. So, dann haben wir hier ein Marzipan-Schweinchen. Ich esse zwar gerne Marzipan, aber das ist so schade zum Essen. Ist auch noch haltbar bis zum 1.4.22. So ein Glücksschweinchen. Aber nein, da ich das nicht darf, muss das leider weiter wandern. Geht das auf Nein-Stapel. So, dann haben wir hier... holländischer Frühstücksbelag, Corned Beef. Ja, ich würde es ja essen, aber alleine schaffe ich das nicht auf und Stefan mag das nicht. Daher werde ich das auch nicht nehmen. Leider auf den Nein-Stapel. Ich hoffe, dass ich das gleich nichts vergesse. So, dann. Okay. Ja, ich bin am Überlegen. Von dieser Firma habe ich noch nie was ausprobiert. Habe ich noch nie ausprobiert. Es ist eine Körpermilch mit Zartschmelzern Shea Butter. Eisbonbon. Oh, darf ich riechen? Darf man daran riechen? Da ist ja nicht geschmiert. Ne? Daran riechen darf ich doch, oder? Oh. Ist nicht schlecht. Ich glaube, ich werde das behalten. Ja. Das kommt auf ein Jahr, auf eventuell Jahrstapel. Ja. So, dann haben wir Kaffee drin.
Okay, Kaffee des Jahres von Melitta. Der schmeckt eigentlich ganz gut. Wirklich, den habe ich auch schon gehabt. Nur, ich habe leider keine Kaffeemaschine mehr. Ich habe einen Kaffeevollautomat. Und wenn das jetzt Bohnen gewesen wäre, hätte ich sofort ja hier geschrieben, weil es ist wirklich ein leckerer Kaffee. Ist wirklich, wirklich lecker, der Kaffee. Ich habe mal auch mal schon probiert, wie gesagt, ne? Aber ich kann den leider nicht benutzen. Daher wird er auch wieder weiter wandern. So, eine Maske. Oh ja, okay. Von Tesserven Heaven. Tea Pell of Maske. Ich lasse es lieber sein mit meinem Englisch. Ihr wisst ja, ich kann es immer noch nicht. Ja, das sind Masken, die meistens bei Pink Panda drin sind. Die kriegt man, glaube ich, auch bei Rossmann zu kaufen. Aber obwohl eine Pell of Maske nicht schlecht ist, aber ich denke eher nicht. So, okay. Ah, Schokolade. Ja, dann haben wir noch eine Schokolade drin von Merci. Ich bin nicht so der Zartbitter-Schokoladen-Mensch. Schokolade schon, alles was so mit Karamell ist, ne? Gerne hier. Und Kokosnuss sowieso auch hier. Kokosnuss ist auch super. Aber so Zartbitter-Schokolade muss nicht unbedingt sein. Daher auf den Nein-Stapel. So, dazu sage ich jetzt, glaube ich, ja, obwohl ich eigentlich eine Diät mache, aber ich muss, eine Sünde muss sein. Und zwar werde ich hier von Fried, die esse ich nämlich ganz gerne, ja, die kommen auf den Ja-Stapel. So, okay, von Schwarzkopf, gut. Ich weiß nicht, wie das gesprochen wird. Sorry. Auf jeden Fall ist das ein Volumenpowder. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich überlege mir das noch. Ich weiß nicht. Ich glaube doch nicht. So, okay. Dann haben wir hier eine Kerze drin von Airwick. Von Airwick eine Kerze. Ich muss mal dran schnuppeln. Das ist ja erlaubt. Ja. Riecht gut. Ich glaube, die behalte ich. Warum nicht? Auch Kerzen kann man nicht zu wenig haben. Und dann riecht die auch noch toll. Tropische Blumen. Irgendwas mit tropische. Ja. Ich denke mal, ich werde die behalten. So. Dann haben wir hier noch drin. Hier ist ein Highlighter. Highlighter. Von dieser Marke hatten wir auch schon mal was drin. Eine Eyeshadow-Palette. Eine kleine Quad. Ein Vierer-Quad. Nee, ich habe so viel. Nö, Highlighter brauche ich nicht unbedingt. So, was ist das? Okay, ein Serum. Lift Expert. Okay. Ist so ein Serum, so ein Prüppchen, ne? Ja, nicht schlecht. Aber von Maria Galant ist eine gute Marke, davon ab. Aber, da hätte ich auch jetzt 2 Wochen würde ich damit auskommen, 2-3 Wochen. Ich benutze ja nicht viel. Aber ich habe wirklich so viel. Daher werde ich das auch verneinen müssen. So. Und dann haben wir noch was hier. Glas. Vorsicht, Glas. Okay. Das ist ja mal. Da kann ich leider nicht Nein sagen. Das ist eine geile Sache. Ja, und von Formulas, Physias Formula, genau so. Ich habe mir die Box ja nicht geholt. Ich hatte es ja bereut, dass ich mir die Box bei Rossmann nicht geholt habe. Und dieses Serum muss ich leider behalten. Ich muss das leider testen. Ich habe zwar gerade gesagt, ich habe so viel rumlaufen, ne? Aber das werde ich gerne testen. Danke, Nina, das ist echt toll.
Tolles Produkt, wirklich, wirklich, wirklich. Und das werde ich echt behalten. Ja, das muss ich behalten. So, dann haben wir hier noch zwei Pinsel drin. Zwei Pinseli. Ich denke mal eher nicht. Die werde ich drin lassen. Ja, die werden auch wieder weiter wandern. Ich habe jetzt mit den Fingern angepackt, ist das schlimm? Aber kann man ja so machen. Ihr macht die ja sowieso sauber, ne? Ihr sollt ja nichts anfassen. Aber ich denke mal, ein Pinsel geht. Nee, aber nee, brauche ich nicht. Wie gesagt. So, meine Lieben, wir sind jetzt auch durch. Wir sind jetzt auch durch. Wie gesagt, doch, ich habe mir doch da ein paar Sachen rausgesucht. Vor allen Dingen, ja. Auf zwei Sachen bin ich. Ey, total super. Auch die Creme. Wie gesagt, ich habe die noch nie probiert. Und Eisbonbon ist sowieso super, ne? Wie gesagt. Und Leckerchen muss sein. Ne? Eine kleine Sünde. Und die Kerze? Doch, die werde ich auch testen. Duftkerzen gehen immer. So, meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, als nächstes ist die liebe Lydia dran von die Make-up-Mieze. Make-up? Make-up-Mieze, die Make-up-Mieze von Lydias Make-up-Mieze. Ich hoffe, das war okay so. So, und dann, wie gesagt, die Lydia wird euch dann am Sonntag beglücken. Wie gesagt, ne? Und wie gesagt, ich werde euch alle nochmal die ganzen netten Mädels alle unten reinpacken. Und ja, ich gucke jetzt mal eben, was ich reinpacken werde. Eine Sache werde ich euch schon mal zeigen. Ich bin sofort wieder bei euch. Komm, werden wir die Spannung ein bisschen halten. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar habe ich hier ganz süße Servietten. Ganz süße Servietten, natürlich sind die noch zu. Und ich finde die richtig niedlich. Eigentlich heißt das Fresh-Paket ja Sachen, die man nicht mehr möchte oder nicht gebrauchen kann, die soll man reinmachen. Aber ich finde die trotzdem süß und die gebe ich gerne ab an den nächsten. So, meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, alle Mädels sind unten. Ne, meine kleinen großen Mäuse und so. Wie gesagt, alle Mädels werde ich euch unten nochmal verlinken. Und verpasst nicht am Sonntag die Lydia. Richtig? Ja, ich hab's verhalten. Wie gesagt, die ist die nächste. Und auf jeden Fall, das war's jetzt, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Und das war mein erstes Trash-Paket. Ich hoffe, es folgen noch mehr Aktionen. Auch mit den Mädels. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt. Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitte. Wie gesagt, das war's jetzt. Achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Tschüsskowski, bye, adieu, adios. Ciao mit Ö. Ne, ciao mit. Tschüss mit Ö. Tschüsskowski, bye, ciao, adios. Bye.